Letzte Woche haben wir bereits kurz erwähnt, dass bei uns gerade sehr viel ansteht, sehr viele Veränderungen stattfinden und darüber möchten wir heute sprechen. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Für diejenigen von euch, die neu dabei sind, Ilan und ich, wir leben in einem Tiny House und haben uns den Traum vom Wohnen auf kleinem Raum verwirklicht. Und ja, auch bei uns geht es immer mal wieder bergauf und bergab. Und im Moment gerade, ich weiß nicht, was los ist, aber häufen sich die Veränderungen. Es ist einfach jeden Tag irgendwas Neues. Und zwangsläufig sprechen wir also jeden Tag über Veränderungen. Und deshalb haben wir das zum Anlass genommen, auch heute mit euch darüber zu sprechen. Denn auch im Bekannten- und Verwandtenkreis hören wir immer wieder, was ist im Moment los? Es passiert so viel, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Was wir vorab einfach noch sagen möchten, Veränderungen passieren gerade auch in der Welt und politisch sehr, sehr viele. Und es gibt auch schlimme Schicksalsschläge, darauf möchten wir uns heute nicht beziehen, sondern ausschließlich von unseren persönlichen Veränderungen, die uns gerade betreffen. Kommen wir jetzt mal dazu, was bei uns so gerade los ist. Du kannst ja mal anfangen. Also wir fangen mal an mit unserer Jobsituation. Wir haben keine Jobs mehr, um das mal ganz klar rauszusagen. Du hast die Spannung noch nicht mal aufgebaut. Ich habe sie nicht mal aufgebaut, ich habe es einfach mal rausgehauen. Ja. Wir waren ja viele Jahre selbstständig und haben uns jetzt dazu entschieden, aufgrund der unsicheren Situation auf der Welt, dass wir das bisschen Sicherheit uns gönnen und etwas, ich sag mal, in einem Bereich, der uns nicht nur interessiert, sondern der uns eigentlich viel Freude und Spaß macht, nämlich vor einem Jahr, ne? Vor einem Jahr, genau, da ging es dann eben um Lebensmittel, um Bio-Lebensmittel. Genau, wir hatten diesen Job, also du ein Jahr lang und ich ein halbes Jahr lang und jetzt haben wir sie nicht mehr. Und das hat sich also verändert. Es war am Anfang, war es ehrlich gesagt eine Schocksituation. Ja, aber dann ist der Knoten irgendwann geplatzt und dann haben wir gemerkt, was für eine Befreiung das tatsächlich ist, jetzt dann doch die Chance zu haben, sich umzuorientieren. Und bei mir ist es dann so, dass ich gegebenenfalls wieder in Richtung Selbstständigkeit möchte. Und dann können wir uns auch eben entweder den YouTube-Kanal widmen oder auch vielen anderen Themen, die eigentlich Tiny House, unserem Leben. Immer anstehen. Ja. Genau. Somit kommen wir auch schon zu Punkt 2 und zwar unseren Stellplatz. Ja, genau. Also es häuft sich jetzt ein bisschen. Wir steigern uns. Ja. Ja, das war am Anfang. Wir hatten gerade die neue Jobsituation, dass wir eben da noch nicht wussten oder auch noch nicht wissen, wo geht jetzt die Reise hin. Und hinzu kam dann kurz darauf, dass auch unsere Stellplatzsituation sich in kurzer oder in naher Zukunft, näherer Zukunft verändern könnte, weil dieses Grundstück, auf dem wir stehen, verkauft werden soll. Ja. Und das war für uns dann natürlich der nächste Klopper irgendwie, dass wir dachten, okay, was kommt morgen? Aber das war auch gut, dass wir das erfahren haben, so zeitig, sage ich jetzt mal, weil wir eigentlich im Frühjahr vorhatten, unseren Garten schick zu machen und eventuell noch eine Terrasse zu bauen. Also wir wollten uns da wirklich so niederlassen, dass man das auch, dass man einfach einen schönen Ort hat. Und wir sind jetzt eigentlich ganz froh, dass wir da jetzt erstmal aufgehört haben. Ja, lieber jetzt erfahren, ist immer spannend. Und dann kommt das nächste Thema. Ah ja, da ist ja noch einiges, genau. Dann haben wir eine familiäre Situation zurzeit, die uns sehr einspannt. Also diese Veränderung, die da auch passiert, gerade zu einem sehr späten Lebenszeitpunkt kommt, sage ich mal, wo man dann auch eben eigentlich nicht mehr so flexibel ist, ab einem gewissen Alter, würde ich sagen. Ich denke, da können sich einige mit auseinandersetzen. Da können wir Jungen noch ein bisschen unterstützen. Ja, so gut wir können zumindest. Ja. Genau. Und dann kommen wir zum Finale. Ne? Da ist noch eine Botschaft. Die Pointe kommt jetzt. Und zwar erwarten wir im Sommer Nachwuchs. Anja ist also im 5. Monat schwanger. Wir filmen immer ganz fleißig nur bis hier, damit man erstmal noch nichts sieht. Aber die Kugel wächst und wir freuen uns sehr. Wir freuen uns wirklich sehr. Ja. Also das ist wirklich eine sehr schöne Veränderung, eine tolle Botschaft. Ja. Wir haben ja jetzt gerade das Haus gewissermaßen so ein bisschen mit Leben erst befüllt und jetzt geht es dann auch weiter und wir wachsen dann eben. Und Zeit auszuruhen hier. Nee, ja, das ist so. Aber natürlich in Kombination mit den anderen Themen ist das dann auch schon, das regt schon an zum Nachdenken, ne? Klar, also
Es gibt manche Tage, da tun wir uns sehr, sehr schwer. An anderen Tagen überwiegt dann einfach die Freude auf die familiäre Zukunft, auf unsere eigene Familie, die wir jetzt gründen. Ja. Und das ist immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Und ja, jetzt eigentlich wären wir jetzt an dem Punkt auch zu sagen, wie gehen wir damit um? Also bei so vielen, also für uns ist es im Moment total viel. Das ist, muss man echt sagen. Was sollen wir da, also was lernen wir aus gewissen Situationen und wie gehen wir mit gewissen Botschaften um, auch in Zukunft, und was nehmen wir mit für uns? Ich glaube, dafür sind wir eigentlich hier. Also so fühlt sich das für mich immer an, wenn ich darüber nachdenke, du bist doch eigentlich hier, um Erfahrungen zu sammeln, Lebenserfahrungen. Mhm. Und nicht stehen zu bleiben. Genau, Leben ist eben nicht Stillstand, sondern Bewegung. Und Bewegung ist Veränderung. Und Veränderung ist Wachstum. Also wenn ich das mal so, wenn ich das so versuche zusammenzuführen, dann macht das auf einmal wieder etwas mehr Sinn. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir aufgrund mit den Jobs und dem Stellplatz eigentlich, und dann haben wir auch noch auf Rädern gebaut, eigentlich könnte man ja jetzt meinen, jetzt wäre es ja an der Zeit, vielleicht auch weiterzuziehen. Vielleicht ist das ja auch die Botschaft, die darin enthalten ist. Das wissen wir eben noch nicht so ganz. Wir wissen nur, dass Anja das Haus fahren muss. Ich kann es leider nicht fahren. Und wir haben, wie gesagt, keine 1000 Euro übrig, dass ich den jetzt auch noch mache, den Führerschein, den BE-Führerschein. Ja. Das heißt... und dass wir bis Sommer natürlich auch nur ein begrenztes Zeitfenster haben, bevor das Kind kommt. Da fährst du so durch die Gegend. Muss alle 5 Minuten aufs Klo. Okay. Und wir wollen das Video gar nicht so sehr ausreizen, weil es, wie gesagt, alles noch ein Prozess und eine Reise unserer aktuellen Veränderungen sind. Ja. Und was uns einfach gerade jetzt auch wieder aufgefallen ist, oder jetzt auch, wo die Sonne rauskommt, ist es natürlich, es wird uns insofern erleichtert, dass wir auch gerade durch die Spaziergänge und durch das Rausgehen und die Sonnenstrahlen... Den Ortswechsel. Auch immer wieder Kraft schöpfen können. Und immer wieder uns daran erinnern, hey, eigentlich hat das bisher immer alles seinen Sinn ergeben, warum die Dinge so gekommen sind, wie sie kommen. Ja. Und auch wenn wir unseren Hund betrachten, wie er sich dann in der Sonne ausruht oder die Dinge einfach mit Leichtigkeit nimmt oder man kleine Kinder beobachtet, dann sieht man mal, was wir uns alle für einen Stress machen. Diese unverbaute, unkomplizierte, leichte Art, mit diesen Themen umzugehen oder mit allgemein mit dem Leben auch, das Leben zu betrachten. Und dann hast du ein Kinderlächeln und denkst, ja, eigentlich ist doch alles ganz gut. Da freuen wir uns wirklich drauf. Schreibt uns bitte in diesem Sinne gerne auch in den Kommentaren, was bei euch so los ist, dass wir in den Gedankenaustausch kommen. Das hilft auch, finde ich immer, oder finden wir ganz ganz gut mit seinen Themen umzugehen und zu wissen, man ist nicht alleine. Genau, also wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen und ein Abo natürlich und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao.